Es ist Sonntag, schönstes Wanderwetter. Die Crazy Wanderer sind unterwegs in Schieda. Letzte Woche hat uns das Lipperland so gut gefallen, dass wir diese Woche noch mal hier hin mussten. Nein, wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber dadurch, dass eine Straße gesperrt war, hätten wir heute für einen Weg anderthalb Stunden gebraucht. Und dann haben wir kurzfristig umdisponiert und Achim hatte noch eine Tour hier gemacht in Schieda. Weiß ich jetzt leider nicht besonders viel drüber. Achim, übernimm du mal. Ja, in Schieda gibt es den Schiedersee, wo man Freizeitmöglichkeiten hat. Aber wir wollen ja keine Freizeitmöglichkeiten genießen, wir wollen ja wandern. Und drumherum ist auch einiges zu sehen, denke ich. Gut, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Hoffe, dass da ein paar hübsche Highlights bei sind. So, bis später. Kaum unterwegs, gibt es gleich schon das erste Highlight. Ich weiß gar nicht, wie der Fluss ist. Ist das ein Fluss hier, Achim, oder? Ich denke, das ist ein Zufluss zum See, ja. Auf jeden Fall ist, ich weiß nicht, ob wir sehen können, da hinten, da kommen wir mit Sicherheit auch noch hin. Da ist der Schieder See. Ja, vielleicht sehen wir es nachher noch mal besser. Da hoch, einmal komplett rum, das ist unsere Tour. Werden wir sicherlich sein. Ja, haben wir 20 Kilometer heute geplant, werden wahrscheinlich wieder 23 oder so. Wenn wir da hinten noch vorbei wollen, ja, ja. 21. Irgendwie soll hier auch ein Schloss sein. Vielleicht sehen wir heute noch ein Schloss oder so. Schlosspark. Ein Schlosspark zumindest. Oh. Freunde. Das Schloss. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schloss ist. Ein Herzog oder Kurfürst? Oder was gab es hier? Weißt du auch nicht, ne? Nein, aber. Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir gleich irgendwas. Ein kleines Schloss, schöner Großpark. Ja, der Park ist auch nicht schlecht hier. Vorne steht glaube ich was. Dann könnten hier Reitställe gewesen sein oder was? Haben wir schon nicht umgebaut. Anmieten. Kann man anmieten. Frühstück auf 20 Personen, Brunch auf 20 Personen. Fürstensaal. Barockgarten. Möglicherweise war hier ein Fürst. Na gut, ich werde auf jeden Fall beim nochmal nachschauen, was hier war und das dann dabei schreiben. Ja, so riesig ist es jetzt nicht. Wenn das jetzt vergleicht mit dem, was man bisher mal gesehen hat. Aber ist ein ganz schönes Schlösschen. Wo ist einmal rum, oder was? Wir gehen jetzt durch den Park, durch den Irrgarten. Ach, durch den Irrgarten. Wohl der Schlossgarten gewesen. So, ein kleines Highlight haben wir gefunden hier. Ein Ehrenhain. Mal gucken, wem hier geehrt wird. Wie immer den Kriegsopfer. Wahrscheinlich, ne? Oder den Bergmännern. Bergmänner vielleicht. Das wäre mal was Neues. Den arbeitenden Volk. Ist auf jeden Fall hoch genug. Ja, das stimmt. Okay. Alte Steinbank. Oh, da sind ein paar Gräber. Die
den gefallenen Weltkriege zum Gedenken. Ja, es ist so wie immer. Da gibt's. Das stimmt wohl. Aber hier eine ganze Menge aus dem kleinen Dorf, muss ich sagen. Puh. Ja. 150. Ja, die meisten sind auch noch welche. Oh. Meisten, aber zweite Weltkrieg, ne? Können 200 sein. Tja, 44, 43, 42, 41. Ja, davor wurde ja auch nur gesiegt. Achso. Ah, ne, das erste. Das erste, ja. Der erste Weltkrieg. Zweiter und zweiter, 45 noch. Na super. Jo. Gut, das war hier. So, nächstes Highlight. Ein kleines Tretbecken für die müden Wanderer. Für die heißen Füße. Heiße Füße zum Abkühlen. Dann nebenbei ein kleiner Bach. Naja, so langsam fühlt es sich wieder nach den ganzen trockenen Wochen. Der Bach hier treibt auf die Fetten. Ja, jetzt kommt von da oben, ist ein Rohr, ja. Der gut hat. Ja. Da oben kommt das vorne raus. Aber relativ sauber. Muss ich sagen, man hat keine Laufe drin oder man hat das sauber gemacht. Ja. Kann natürlich sein, normalerweise. Ah, dann du kannst hier einmal abschmecken. Wird nicht trinken, wie sagt der mir. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Der Müll ist im Mülleimer, so wie es sich gehört. Na, ja, das ist doch mal was. Wir haben ein kleines Highlight gefunden. Eine Bank mit einer Quelle. Wir wollen eine kleine Wasserpause machen wieder. Ach, der wollte abschmecken, wie das Quellwasser ja, schmeckt. Natürlich. Ja. Was bin ich? Fehlt die Laufe. Ja, ist sogar ein bisschen interessant, oder? Über die Quelle. Ja. So. Hier sollten zwei Highlights sein. Eine Schutzhütte und ein Gewässer. Aber ein Gewässer? Gewässer kommt gleich. Jetzt kommt erstmal die Schutzhütte. Oder das Schutzhaus. Ein Schutzhaus. Okay. Gucken wir uns das doch mal an. Guck mal, da steht ein Schornsteinfeger oben auf dem Kamin. Den Schornstein da oben. Ach, guck mal. Ja, gut. Ja, das ist eine hübsche. Das ist eine schöne Schutzhütte. Ja. Alter, hier haben sich aber schon viele verewigt. Wir haben wieder kein Metallschild, ne? Nein. Ja, musst du mal welche bestellen. So kleine Dinger. Mit Starrnagel. Das ist am besten so ein Ding mit QR-Code, weißt du? Ja, hier kannst du so ja grillen. Ja, hier haben, glaube ich, auch welche gegrillt, gegessen. Ne? Mülleimer ist auch da. Mülleimer, das ist jetzt immer was. Ja. So, mal gucken, was hier drin ist. Den kleinen Tümpel haben wir auch gefunden, der als Gewässer eingetragen wurde. Ja, guck mal. Ja. Schön ist was anderes, ne? Schon ziemlich trüb. So, das nächste Highlight.
Der Seerosenteich. Gut, lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken, wie das Ding aussieht. Hier ein Rundwanderweg. Oh, der ist ausgetrocknet, ne? Der Teich ist leer. Achim. Sollen wir finden noch eine Pfütze? Also ich sehe hier nichts. Doch. Nee. Doch. Nee. Wir finden Wasser. Lass uns Wasser suchen. Dann müssen wir aber tief bohren, glaube ich. Ich sehe Feucht. Er sieht Feuchtigkeit. Mhm. Oh, es glitzert. Zwischen deinen Fußzehen vielleicht, da ist eine Feuchtigkeit. Ach, siehst du, das staunst du, ne? Was haben wir hier? Wasser. Ey. Wasser. Wasser, oder ist das? Aber nicht viel. Na, was sagt ihr dazu? Ist das Wasser? Ja, das liegt wohl noch daran, dass... Ich muss da jetzt nicht rein drin rumplanschen. Ja, werf mal einen Stein rein. Oder mit dem Stock da. Mit dem Stock. Ja, komm. Ich will das sehen. Nein. Den Holz... Komm. Mach mal einen Holzstock. Komm, schöne Bank hier. Was? Schöne Bank ist hier noch. Du musst aber keine Bank da reinwerfen. Ja, okay, da war mal größer. So ungefähr kann man sich dann vorstellen, wie der aussieht. Ja, der, schon klar, dass das... Du kannst ja Wasser rein reduzieren. Ja, okay, dann muss ich gleich mogeln. Okay, ich versuche mal ein bisschen Wasser da reinzupacken. Ich glaube, wir gehen weiter. Ja, okay. Und ich habe mal aber gleich gemacht. Ja, gut. Wenn uns das Unternehmen umwirkt. Nee, nicht wirklich. Nicht. Es sei denn, einer hat da Geld reingeschmissen und wir gehen jetzt mal mit dich durch und gucken mal auf den trockenen Stellen. Ob da Geld liegt. Nein, ja. Ob da Wunschgeld liegt. Ein Wunschgeld. Guck mal, hier ist alles Moos, das ist mal richtig ausgetrocknet. Naja gut, kann man nicht ändern, liegt an den wochenlangen Dürreperiode, die wir hatten. Vielleicht im Winter können wir Schlittschuh laufen. Ein Türmchen. Wie heißt der nochmal? Ne? Moment. Das ist der Kahlenbergturm. Okay, Kahlenbergturm. Das ist er mal. Wir sind alleine. Wir haben unsere Ruhe. Ich hoffe, man kommt da überhaupt hoch. Warte mal. Ich hoffe, man kommt da überhaupt hoch. Ein kahler Berg. Der Name war sein Kennzeichen. Okay. Tja, der Fürst wollte einen Turm haben. Da ist doch was. Und? Auf eigene Gefahr natürlich. Ja, natürlich gehen wir da auf eigene Gefahr hoch. Geh du mal unten erst gucken. Ja, ich gehe in den Keller, okay. Ins Verlies. Geh du mal erst mal unten gucken. Ins Verlies. Naja, okay. So. Oh, hier sind aber nicht auf welche hochgegangen. Die sind ja fast unbenutzt, die ja. Stufen. Hier will ich nichts mehr. Ich auch nicht. Mach doch mal Taschenlampe an. Ja. Gut, dass ich meine Taschenlampe dabei habe. Jawohl. Ah. Hast du die Stufen mitgezählt? Nee. Ja, dann geh nochmal auf eine Runde an. Nee, da steht bestimmt unten auf dem Schild, wie viele Stufen wir haben hier. Nee, das steht noch nicht. Da guckt gleich bei Wikipedia. Ich bin in Bank. Mann, du hast aber auch nichts. Sieht nichts. Ja, wir sind ein Drehwurm. Hauptsache, du rollst dich nicht runter. Was? Hauptsache, du rollst dich nicht runter. Ich bin oben. Aua! Vorsicht, ist eng hier. Ich sehe Licht. Was? Ich sehe Licht. Ups.
für kleine Leute hier. Ja. Was denn? So, wir sind oben. Na, guck mal, hier hängt wohl meine Fahne. Eine Fahne hängt hier. So. Ganz schön runter. Was war's? Wie viel Meter war der? Keine Ahnung. So, was haben wir auf der anderen Seite? Also, da sehen wir nichts. Wenn ihr was erkennen. Ja, hier ist nichts. Hier siehst du nur Wald. Also die Seite ist hier. So wie alle anderen auch, 27 bis 30 Meter. Naja, das kann schon sein. Da wird aufgeforstet. Nein. Da hinten wird aufgeforstet. Fazit. So Freunde, wir kommen zu unserem Fazit. Die zweite Aufnahme, die erste, hat nicht geklappt. Ja, jetzt können wir was besser machen, was nicht so gut war. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Tour war nicht schlecht. Wir hatten sehr viel, einziges, was Aachen auch angemerkt hat, halt sehr viel Asphalt, wenig Waldwege. Ja. Ja, zwei, drei Highlights. Der Turm und das Schloss vielleicht. Das Schloss war auch schön. Schloss war schön, der Turm war schön. Die Seen waren halt ohne Wasser, da kann man halt zurzeit nichts machen, ist halt so. Und ansonsten zwischendurch sehr anstrengend, geht zwischendurch sehr, sehr steil hoch, auch länger. Also Ausdauer sollte man auf jeden Fall haben. Ja, ja, und ansonsten auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Das nächste Woche, ob wir nächste Woche eine Tour machen, steht halt noch nicht fest, können wir mal gucken. Denken wir mal positiv und gehen davon aus, dass wir was machen. Ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir dann sogar die Tour, die wir eigentlich heute machen wollten, denn die sah schon mal sehr nicht schlecht aus. Da ist das hier heute aber ein Kinderschlecken gegen gewesen. Ja gut, die ist halt ein bisschen anstrengend, aber müssen wir halt durch. So ist es. Ja gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüsschen. Nee, tschüss, und jetzt kontrollieren wir erstmal. Ja. Zum Dritten.